Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu diesem neuen Oberteil. Für dieses Oberteil habe ich meinen Brustumfang genommen. Ich häkel hier wie immer für Größe M. Das sind in etwa 100 cm. Teile diesen durch 2 und komme somit auf 50 cm fürs Vorder- und 50 cm fürs Rückteil. Egal für welche Maße ihr häkeln möchtet, nehmt euren Brustumfang und teilt diesen durch 2. So habt ihr die Maße fürs Vorder- und Rückteil raus. Als nächstes schlagt ihr dann die Kette an auf eure Maße, die ihr dort errechnet habt, und zählt die Maschen durch. Die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein, plus 2 mehr. Danach kommen die Steigeluftmaschen noch zusätzlich fürs Stäbchen. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Kanal abonnieren ist kostenlos. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten ab an die Nadeln und los geht's. Für mein Oberteil habe ich 90 Maschen angeschlagen. 90 Maschen auf Nadelstärke 3 mit einem vierfädigen Bobbel. Als nächstes häkeln wir jetzt einfach zwei Flächen. Müsst ihr euch so vorstellen. Mit einer Breite, die ihr für euch errechnet habt. Bei mir sind es 50 cm. Und die Länge, da messt ihr erst einmal vom Ärmel herunter, also unterm Ärmel herunter, wie lang euer Shirt werden soll. Das sind bei mir dann nur 40 cm. Und dann nehmt ihr ein gut sitzendes Shirt und messt mal ab, wie viel Ärmelhöhe ihr benötigt. Hier werde ich bei 18 cm liegen. Im späteren Verlauf lassen wir hier links und rechts ca. 5 cm frei und häkeln gerade hoch. Das ist dann quasi das hier. Und dafür brauchen wir dann die Ärmelhöhe. Das sind dann bei mir 18 cm. Diese Fläche brauchen wir mal 2. Beim Rücken mache ich dann einfach nur ein zues Stück. Also lasse links und rechts 5 cm frei und häkel im Musterverlauf ein Stück einfach dran. Und bei dem Vorderteil, was wir dann zum Schluss häkeln, können wir uns nämlich daran orientieren, werde ich mir das Ganze hier splitten und einen V-Kragen erzeugen. Aber dazu werde ich euch später noch das ein oder andere erklären. So, und dann kommen wir nun zum Muster. Nachdem ihr eure Maschenanzahl, die ihr für euch benötigt, angeschlagen habt, zählt ihr einmal eure Kette durch. Diese sollte teilbar durch 8 plus 2 mehr sein. Danach halte ich meinen Daumen auf der zuletzt gehäkelten Masche und häkel 3 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen. Mache einen Umschlag und steche dann am Daumen, das ist dann die vierte Masche ab Nadel, ein. Und häkel dort mein erstes Stäbchen und in die 2 Maschen danach auch nochmal 2 Stäbchen, sodass wir optisch unsere 4 Stäbchen gehäkelt haben. Die Steigeluftmaschen zählen schon als 1, 1, 2 und 3. Einen Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen.
Umschlag, eine Masche freilassen, in die zweite wieder ein V. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten wieder 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite wieder ein V. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Am Ende eurer Reihe lasst ihr eine Masche frei und häkelt in die letzten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen hinein. Das war dann Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, um auf ein Stäbchen zu kommen. Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen und stechen in das optische zweite Stäbchen ein. Häkeln dort ein Stäbchen, danach in das V einstechen, mittig um die Kette herum 5 Stäbchen. Alles in die gleiche Einstichstelle. Umschlag. Wir kommen zu den 5 Stäbchen. Das erste davon lassen wir frei, gehen in das zweite und häkeln ab dort über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Dass wir aus 5 3 gemacht haben. Umschlag, nun kommt wieder das V. Einfach in das V einstechen, um die Kette herum 5 Stäbchen. Umschlag. Von den 5 Stäbchen das erste freilassen und in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen häkeln. Umschlag, in das V einstechen und einen Fächer aus 5 Stäbchen in das V hineinhäkeln. Umschlag, bei den 5 Stäbchen wieder das erste auslassen und in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir aus 5 Stäbchen nur noch 3 haben. Danach wieder das V, einen Fächer hinein aus 5 Stäbchen, in das V um die Kette herum. Am Ende der Reihe von den 4 letzten Stäbchen das erste freilassen, in das zweite ein Stäbchen, in das dritte ein Stäbchen und das vierte sind die Steigeluftmaschen der Vorreihe. Dort stecht ihr in der zweiten Masche von unten angezählt ein und häkelt dort das letzte Stäbchen. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln in das optische zweite Stäbchen, also Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und häkeln dort ein Stäbchen, sodass wir optisch 2 haben. Danach machen wir einen Umschlag
und stechen nun in die Mitte des Fächers, also in das dritte Stäbchen ein und häkeln in diese eine Masche 7 Stäbchen. Danach kommen die 3 Stäbchen. Dort lassen wir das erste frei, stechen in das mittlere ein, in das zweite und häkeln dort ein einzelnes Stäbchen. So, da haben wir aus 3 nun 1 gemacht. Danach kommt wieder der Fächer. Stechen in die Mitte des Fächers, also ins dritte Stäbchen ein und häkeln in diese eine Masche 7 Stäbchen. Danach kommen wieder die 3 Stäbchen. Dort stechen wir in das mittlere ein und häkeln ein Stäbchen. Danach wieder der Fächer. In die Mitte des Fächers ins dritte Stäbchen einstechen und dort in diese eine Masche 7 Stäbchen hineinhäkeln. Danach aus den 3 Stäbchen wieder 1 machen, in das mittlere Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach wieder in den Fächer, ins mittlere Stäbchen einstechen und in diese einzelne Masche 7 Stäbchen. Der Reihe haben wir unsere optischen 3 Stäbchen. Das erste lassen wir frei, stechen ins zweite ein, häkeln dort ein Stäbchen und das dritte, was die Steigeluftmaschen der Vorreihe sind, dort häkeln wir unser zweites Stäbchen rein. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Jetzt wird das Muster verschoben. Das heißt, wir beginnen am Anfang sozusagen mit einem V. Indem wir ein Stäbchen häkeln, also 3 Steigeluftmaschen und eine zusätzliche Luftmasche. Also das Verschieben beginnt mit 4 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in das optische zweite Stäbchen hinein und häkeln dort ein Stäbchen. Danach machen wir einen Umschlag und haben nun unsere 7 Stäbchen. Das erste Stäbchen wird freigelassen und wir stechen in das zweite Stäbchen ein und behäkeln ab dort 5 Stäbchen mit jeweils 1 Stäbchen. Sodass wir aus 7 5 gemacht haben. In das einzelne Stäbchen kommt ein V. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Danach kommt wieder der 7er Fächer. Das erste Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 5 Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen häkeln. Das einzelne Stäbchen der Vorreihe, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, also ein V. Dann kommt wieder der 7er Bogen, erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 5 Stäbchen häkeln in die nächsten 5 Stäbchen.
das einzelne Stäbchen wieder ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Dann kommt wieder der 7er Bogen, erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten über die nächsten 5 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen. Und wenn ihr am Ende eurer Reihe angekommen seid, das gleiche wie am Anfang, in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und dann in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Nun beginnen wir wieder mit einem Fünferbogen. Die kamen ja danach. In das V kam ein Fünferbogen. Wir beginnen hier mit einem halben Bogen. Also machen wir 3 steige Luftmaschen und stechen jetzt um die Kette, also um die Luftmasche herum ein und häkeln dort 3 Stäbchen. Danach kommen unsere 5 Stäbchen. Aus denen machen wir nun wieder 3. Wir lassen das erste frei und stechen ab dem zweiten ein und häkeln dort 3 Stäbchen in die nächsten 3 Stäbchen. Danach kommt das V. Dort kommt ein Fächer aus 5 Stäbchen hinein. Danach wieder die 5 Stäbchen. Aus denen werden 3 gemacht. Erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 3 Stäbchen häkeln in die nächsten 3 Stäbchen, sodass Anfang und Ende jeweils ein Stäbchen überbleibt. Dann kommt wieder das V. Dort kommt ein Fächer aus 5 Stäbchen hinein. Dann wieder unsere 5 Stäbchen. Erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten in die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. In das V einen Fächer aus 5 Stäbchen. Aus den 5 Stäbchen 3 machen, indem wir das erste freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe wird gehäkelt wie am Anfang, um die Kette herum, zwischen Stäbchen und Steigeluftmaschen, 3 Stäbchen häkeln. Und die Reihe beenden, indem ihr in die Steigeluftmaschen in der zweiten Masche von unten angezählt das letzte Stäbchen hineinhäkelt. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und stechen in das optische zweite Stäbchen ein und häkeln in dieses eine Stäbchen 4 Stäbchen. Denn hier kommt der 7er Fächer in die Mitte des 5er Fächers. Und da wir hier einen halben 5er Fächer haben, müssen die 4 in diese eine Masche. Danach kommen unsere 3 einzelnen Stäbchen. Dort stechen wir in das mittlere ein und häkeln ein einzelnes Stäbchen. Und dann wie gehabt in den 5
Stäbchen des Fächers in das mittlere einstechen und dort 7 Stäbchen hineinhäkeln. In das mittlere Stäbchen der 3 einzelnen ein Stäbchen. In den 5er-Fächer danach ins mittlere Stäbchen einstechen und dort einen Fächer aus 7 Stäbchen häkeln. Dann kommen wieder die 3 einzelnen dort in die Mitte, ein Stäbchen und in den 5er-Fächer danach in das mittlere Stäbchen einstechen und 7 Stäbchen hineinhäkeln. Über die 3 einzelnen ins mittlere ein einzelnes Stäbchen und am Ende eurer Reihe in das vorletzte Stäbchen, also die ersten 2 lassen wir frei, in das dritte stechen wir ein und häkeln dort 4 Stäbchen hinein. Und das letzte kommt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe ins zweite Stäbchen hinein. Das war Reihe 6. So, und Reihe 7 ist wie Reihe 1. Ihr beginnt mit 4 optischen Stäbchen, das heißt die Steigeluftmaschen plus 3 Stäbchen mehr, sodass das letzte Stäbchen frei bleibt. Dann kommt das einzelne Stäbchen. Dort häkelt ihr ein V hinein aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. In den 7er Fächer häkelt ihr so wie hier in dieser Reihe schon bereits erstes Stäbchen freilassen, 5 Stäbchen, letztes Stäbchen freilassen. In das einzelne wieder ein V, dann wieder ein Stäbchen freilassen, 5 Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen, 1 bleibt wieder über. Ein V. Original wie Reihe 1. Zurück nach 30 Reihen habe ich die für mich passenden 35 cm erreicht, da das Ganze ja auch noch ein bisschen auslatschen wird. Ich möchte ja kein Longshirt diesmal haben, sondern ein schönes kurzes Top. Reicht das hier voll und ganz für Größe M. Es sei denn, ihr sagt, ihr habt einen recht langen Oberkörper, dann geht lieber auf Nummer sicher und messt bei euch die Seite unterm Ärmel herab, wie lange das Ganze haben möchtet. So, nachdem ich meinen Hauptteil vom Rücken soweit gehäkelt habe, Rücken daher, weil wir uns daran nachher dann fürs Vorderteil am besten orientieren können, habe ich mit 2 Marker gesetzt. Und zwar habe ich 4 bis 5 cm für die Seiten eingerechnet, dass ich diese abnehme, damit wir die Ärmelaussparungen schaffen. Am leichtesten ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich mit dem großen Bogen geendet bin und als nächstes mit den 4 Stäbchen weitermachen würde, das Muster einfach nach innen zu versetzen, sodass ich mit den 4 Stäbchen hier anfange und hier ende. Das sind bei mir 8 Maschen nach innen gezählt und in die 9. den Marker. Genauso hier auch 8 Maschen nach innen, in die 9. den Marker. Und nun können wir das Ganze auf unsere Ärmel Höhe, die wir benötigen, bei mir sind es 18 cm, häkeln. Einfach gerade hoch. Und beginnen tue ich dann so, wie ich es jetzt als nächstes hier in der Reihe machen würde. Mit 4 Stäbchen. Und wenn ich den Rücken dann soweit habe, dann sehen wir uns zum Vorderteil. Danach werde ich vom Vorderteil auch nochmal dieses ganze Stück hier häkeln und euch dann zeigen, wie wir das Vorderteil machen. Bis gleich.
30 Reihen fürs Vorderteil habe ich mir links und rechts genauso markiert wie bei dem Rücken. Da hatten wir ja hier auch die Seiten gemacht. Danach habe ich das Ganze zugeklappt und einmal die Mitte markiert. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr einen ründlicheren Halsausschnitt haben möchtet. Dann solltet ihr, ich sag jetzt mal, zwei von den großen Fächern breit freilassen. Wenn ihr dann die Abnahmen macht, wird das Ganze ründlicher. Oder ihr entscheidet euch für einen V-Ausschnitt. Dann müssen wir vom Marker aus nach links und nach rechts einfach die Abnahmen machen. Dann wird das Ganze spitz. Und wenn ihr oben einfach nur einen runden Halsausschnitt haben möchtet, ziemlich eng anliegend, dann müsst ihr einfach so wie beim Rücken gerade hochhäkeln, ohne hier irgendwas, einfach nur so gerade hoch. Und oben dann nur noch entsprechend den Halsausschnitt freilassen und links und rechts die Schultern vernähen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich werde auf jeden Fall einen V-Ausschnitt häkeln. Links und rechts bleiben wir gerade. Und in der Mitte kommen dann die Abnahmen. Dafür mogel ich mich jetzt erst einmal mit Kettmaschen zum Marker hin. So spare ich mir das Abschneiden, Neuanfangen und das Vernähen. Denn das sieht man später gar nicht so. Schöne, lockere Kettmaschen bis dahin machen. Darauf achten, dass diese sich nicht zusammenziehen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kettmaschen bis zu meiner Stelle, die ich hier freigelassen habe, vorgemogelt habe, beginne ich hier mit vier Stäbchen. Also so, wie wir hier das Muster fortführen würden, nur halt nach innen versetzt. Ein V in das Stäbchen. Stäbchen, wie wir es kennen. So, und am Ende der Reihe würde ich jetzt 5 Stäbchen machen. Häkel hier aber jetzt nur 3. Habe ja hier den mittleren Marker. Da gehe ich erst gar nicht hin und nehme nur noch die beiden Stäbchen ab. Das heißt, ich mache einen Umschlag, häkel 2 Schlaufen ab, Umschlag, letztes Stäbchen, 2 Schlaufen und diese dann gemeinsam. So haben wir anstatt 5 Stäbchen jetzt nur noch 4. Das heißt jetzt, in der nächsten Runde würde ich ja für das Muster jetzt nur noch 3 Stäbchen hier drüber häkeln. Stattdessen häkel ich jetzt hier dann nur noch 2. Ich mache also 3 Luftmaschen. Würde hier und hier das auslassen, 3 in der Mitte. Habe hier jetzt meine Steigeluftmaschen und häkel noch 2 zusätzliche hinzu, damit wir auch hier schön im Muster drin bleiben. Danach kommt wie gehabt ins V der 5er Fächer. Und das Muster so weiter bis zum Ende. Das Ende wird halt geschlossen, wie ihr es kennt. Und wenn wir wieder zurück sind, kommen wir zur nächsten Abnahme. Nun bin ich wieder am Ende angekommen, wo wir die Abnahme setzen. Mache einen Umschlag, nachdem ich den 7er Fächer gehäkelt habe. Steche in das erste Stäbchen ein, häkel dieses zur Hälfte ab. Steche in das zweite Stäbchen ein, häkel dieses zur Hälfte ab und dann beide gemeinsam. Am Ende der Reihe dann nochmal in der zweiten Masche von unten angezählt ein letztes Stäbchen hinzuhäkeln, damit auch der Rand dann schön ist. Und wie ihr seht, geht das Ganze jetzt schon leicht zur Seite weg.
Und da wir ja noch ein paar Zentimeter bis nach oben hin übrig haben, mache ich einfach jetzt in jeder Reihe eine Abnahme. In der nächsten Reihe haben wir jetzt den 7er Fächer, wo wir 5 Stäbchen drüber machen würden. Dazu mache ich 3 Luftmaschen. Häkel ein Stäbchen in die Abnahme hinein. Und weil jetzt hier die Abnahme ein bisschen blöd wäre zu setzen, setze ich diese einfach hier in den Fächer hinein. Hier müssten jetzt 5 Stäbchen drüber. Das erste Stäbchen ja freilassen, also stechen wir in das zweite ein und häkeln dieses zur Hälfte ab. Danach in das dritte, häkeln dieses zur Hälfte ab und beide gemeinsam und haben dann somit hier unsere Abnahme gesetzt. Also ihr könnt auch das Ganze einfach ein Stück nach innen versetzen und das tut ihm nichts ab. So, ich werde jetzt wieder die Reihe hin zum Ende und zurück und wenn ich hier wieder angekommen bin, sehen wir uns wieder. So, zurück. Wir haben jetzt hier unsere Abnahme, sozusagen nur noch 4 Stäbchen. Eins muss ich ja auslassen. 3 würden jetzt hier noch hinkommen. Dafür häkel ich nun aber nur 2. Und jetzt können wir unsere Abnahme nehmen und halb abhäkeln und das vorletzte Stäbchen nehmen und halb abhäkeln und diese gemeinsam und zum Schluss in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten noch ein Endstäbchen setzen. Und dann haben wir auch hier eine schöne, vernünftige Abnahme. 3 Luftmaschen wenden, nächste Reihe. Und hier können wir jetzt ganz normal die erste Masche nehmen, halb abhäkeln, die zweite Masche nehmen, halb abhäkeln und beide gemeinsam. Und dann bleiben wir im Muster. Dieses muss frei bleiben. Wir gehen direkt in den 5er Fächer und machen daraus wieder 7. Also die Abnahmen an sich sind an sich überhaupt nicht schwer. Wenn ihr euch schwer damit tut, am Ende die Abnahme zu setzen, dann versetzt dieser einfach ein Stück nach innen, um 1 oder 2 Maschen. Das ist überhaupt nicht schlimm und wenn es euch so einfacher fällt, warum nicht? Das Muster, wie ihr seht, wird dadurch auch nicht allzu sehr unterbrochen, also es fällt überhaupt nicht auf. Und so kann man sich das Ganze leichter machen. Hier haben wir ja eh keine Abnahmen. Und jetzt häkel ich das Ganze so weit mit Abnahmen hoch, wie ich meinen V-Ausschnitt breit haben möchte. Und sollte das Ganze schon breit genug sein, macht ihr den Rest einfach gerade hoch. Das kann also jetzt hier jeder anpassen, wie er meint. Ihr könnt aber auch, wenn ihr perfekt auskommt, je nachdem, was für eine Ärmelhöhe ihr ja habt, könnt ihr auch bis zum Rand und nur noch die Ecke verbinden. Sieht auch ganz schick aus. So, ich werde jetzt erst einmal so weit hochhäkeln und dann schaue ich mal, wie ich auskomme und zeige euch das Endergebnis meines Trägers. Danach kommt noch der zweite und dann haben wir beide Teile schon mal fertig. Bis gleich. Und so sieht mein Träger nach 13 Reihen fertig aus. Ich habe euch das Ganze mal rangezoomt. Ich hoffe, ihr könnt da vielleicht euch ein bisschen dran orientieren, falls ihr Probleme mit den Abnahmen habt. Aber wie gesagt, es sollte kein Problem sein. Versetzt die Abnahme einfach ein Stück nach innen. Setzt euch dann an der Stelle einen Marker und dann wisst ihr auch in der nächsten Reihe, wo die nächste Abnahme hin muss. Ansonsten setzt ihr sie wieder nach außen und dann bekommt ihr diese leichte Schräge. So, ich werde jetzt noch meinen zweiten Träger häkeln und euch dann das Ergebnis präsentieren. So ihr Lieben, zurück. Beide Seiten soweit fertig gehäkelt. Wie ihr hier seht, passt es perfekt übereinander. So sieht es dann aufgeklappt aus. Und jetzt legen wir Außenseite auf Außenseite. So, sodass wir die Innenseiten außen liegen haben. Und dann können wir einfach das hier aufeinander legen und von außen nach innen vernähen. So
Und von innen nehme ich mir den Faden doppelt und mache mir am Ende ein kleines Knötchen hinein. Das geht etwas einfacher. Lege mir den Träger auf den Rücken, ziehe den Faden durch und kann mir dann am Knötchen das Ganze schon direkt fixieren. Und nun gehe ich immer circa eine Maschengröße, also einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück zur Seite weg, lege den Faden über, steche in Höhe des Fadens ein, am vorderen Häkelstück wieder eine Masche breit oder einen halben Zentimeter, ziehe den Faden seitlich durch, Faden überlegen, in Höhe des Fadens wieder einstechen, halben Zentimeter, Faden wieder nach vorne legen, in Höhe des Fadens wieder einen halben Zentimeter am vorderen Häkelstück. Den Faden überlegen müsst ihr nicht machen, daran könnt ihr euch halt nur orientieren, wo ihr einstechen müsst. Wenn ihr ein Gefühl für die Maschenbreite habt, beziehungsweise einfach schaut, wo kommt der Faden raus, reicht es auch, wenn ihr dort dann so einstecht. Darauf achten, dass ihr das nicht zu feste zusammenzieht und dann bekommt ihr eine schöne flache Naht. Und von außen sieht es dann so aus, da sieht man überhaupt nichts an Naht. So, ich vernähe jetzt beide Träger und dann noch von dieser Spitze, der Ärmel bleibt natürlich offen, von dieser Spitze runter nach unten. Ihr könnt hier unten natürlich auch noch ein kleines Stückchen offen lassen, das mögen die ein oder anderen auch gerne. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich! Das Ganze vernäht aus. Das ist jetzt die Innenseite, da wir jetzt ja gleich noch den Rand häkeln. Die Naht ist schön glatt, auch an den Schultern. Und dann kommen wir nun zu den Rändern. Weil das Ganze hier noch so ausgefranst aussieht, machen wir natürlich jetzt Ränder dran. Bei den Ärmeln beginne ich immer unten im Achselbereich. Da habe ich mich dann für einen verdrehten Rand entschieden, fädel den Faden ein, habe somit schon mal meine Luftmasche und dann gehe ich jetzt Masche für Masche, also oder eine Maschenbreite kann man sagen, hole den Faden durch. Hier beide Schlaufen auf gleiche Höhe und verdrehe das Ganze nach hinten und masche ab. So, nächste Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche, Faden holen. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe, nach hinten verdrehen und abmaschen. Ihr bekommt irgendwann ein Gefühl dafür, wie hoch ihr die Maschen ziehen müsst, um dann problemlos das Ganze abmaschen zu können. Und dann bekommt ihr so einen schönen verdrehten Rand. Und das häkeln wir jetzt einmal komplett herum, beide Ärmel. Und dann zeige ich euch noch das Ergebnis.
So, zurück. Beide Ärmelaussparungen sind soweit fertig. Also das ist jetzt die Außenseite. Mein Oberteil ist noch auf links gedreht. So, und dann kommen wir als nächstes zum Halsausschnitt. Jetzt beginne ich in der Mitte. Denn dort werde ich das Ganze nicht verbinden. Also ich lasse die Mitte offen. So. Drei Luftmaschen. Und dann haben wir ja hier die vorgegebenen Maschen schon mal am Anfang. Und dann verteile ich einmal rundherum die Stäbchen. Dort, wo ihr keine Maschen als Vorgabe habt, schaut ihr einfach, dass ihr eine Maschenbreite in etwa lasst. Wenn ihr euch unsicher seid, einfach einmal hinlegen, glatt streichen und schauen, ob das Stäbchen an der richtigen Stelle sitzt. Hier zum Beispiel habe ich jetzt ein liegendes Stäbchen. Dort brauche ich mindestens zwei, damit das gleichmäßig verteilt ist. Und dann verteilen wir das Ganze jetzt einmal komplett herum. So, nachdem ich einmal rum bin, gehe ich aber auch direkt bis in die gleiche Masche hinein. Also dort, wo wir angefangen haben, in die gleiche Masche auch nochmal ein Stäbchen. Danach drei Wände Luftmaschen für die zweite Reihe. Nun mache ich einen Umschlag, gehe um das erste Stäbchen herum, ziehe mir dieses nach vorne zu mir hin und häkle ein Stäbchen ab. Danach mache ich einen Umschlag, nehme das nächste Stäbchen nach hinten, ziehe dieses nach hinten und häkle ein Stäbchen ab. Das nächste wieder nach vorne. Das nächste wieder nach hinten. Nach vorne. Und nach hinten. Und so immer schön im Wechsel. Das Ganze einmal komplett herum. Und am anderen Ende angekommen. Bis zum vorletzten Stäbchen die Reliefstäbchen arbeiten und danach in den Steigeluftmaschen seitlich in die zweite Masche von unten angezählt einstechen und noch ein Stäbchen häkeln. Entweder probiert ihr das Ganze jetzt an oder ihr legt es einfach mal vor euch hin und schaut, wie der Kragen soweit aussieht. Für mich reicht das persönlich so, finde ich ganz schick. So, und so kann das dann für mich auch bleiben. Und auch hier werde ich jetzt zum Schluss noch diesen verdrehten Rand dran häkeln, dass das auch optisch passend dazu aussieht. Ich beginne mit einer Wendeluftmasche und hier haben wir immer schön die einzelnen Maschen vorgegeben. Hochziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche, hochziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Guter Letzt, nachdem wir die Ärmelaussparungen und den Kragen fertig haben, widmen wir uns jetzt noch hier unten dem Bündchen. Das werde ich genauso gestalten wie den Kragen. Eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Reliefstäbchen, eins nach vorne, eins nach hinten und diesen Abschlussrand. Und dann sind wir auch soweit fertig. Und wenn ich das Ganze dann soweit habe,
Dann sehen wir uns noch zum Endergebnis. Bis gleich. Und so sieht das Schmuckstück aus. Ich habe das Bündchen original wie oben am Kragen gehäkelt. Allerdings habe ich vorne und hinten einzeln, damit sich hier ein Schlitz bildet. So fällt das Ganze vorne lockerer und man kann es auch, vor allen Dingen wenn man eine Jeans mit Gürtel hat, besser tragen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.